Willkommen bei Christoph Elektronikbude. Diesmal werden wir schauen, Philips Chip. Das ist eine Hauptelektronik, das ist ein Elko-Eingang. Viele Elkos. Kartenlesegerät, das wertvolle Ding. Und der Power MOSFETs. Drei Power MOSFETs mit fetten Kühlkörper. Seht ihr? Da sind 1, 2, 3 Power MOSFETs. Muss ich mir mal an die Außenseite ausgangsseitig. Das Ding vielleicht hinweg ist. Kann auch sein, dass es hinweg ist. Da ist erst so eine, das ist eine WLAN-Karte, wahrscheinlich WLAN, wahrscheinlich eine WLAN-Karte. Wahrscheinlich eine, seht ihr, das hier ist wahrscheinlich eine WLAN-Karte. Das ist ein Kartenlesegerät,
Das werde ich auslöten. Das werde ich auslöten, das Dingens. Das werde ich dann dir geben, Michi. Vielleicht haben wir anfangen damit. Oder ich sage das selber. Das da gebe ich Haupt. Den hätten davon. Werde ich mal schauen, wie was. Das schauen wir nach unten. Ne. Mal diese Anschluss aus. Das ist diese Tune-Karte. Das ist diese Tune-Karte. Mit Sat-Anschlusskarte, ja. Ha, da ist ein fetten Ocean-Mosfet. Was ist hier? Was ist da? Das da ist ein mehrere Power-Mosfet. Da ist ein Mosfet. Da sind drei Mosfets drinnen. Das ist eine schöne Power-Kugel. Raus damit. Mal das Ding in Betrieb gehen lassen. Das sicherheitshalber werde ich das hier abstecken und auf on. Da kann ja nichts passieren, oder? Was sagt ihr denn? Scheiß damit, weg damit, zu deppen. Das hier, aber diese Dinge irgendwo Power fließen sollte. Zwei Volt, hier fließt genau. Null Komma, jetzt fließt mir nichts drüber. Null Komma achtzehn Volt. Vier Volt, 5 Volt. Das Ding funktioniert noch, aber hier würde nicht aufgreifen. Hochspannungsdings. 3 Volt, hier liegt genau 3 Volt an. Da. 3 Volt liegen hier genau an. Hier und hier, wissen da und da, liegen genau die 3 Volt an. Hier und hier liegen genau die 3 Volt an. 93, 4 Volt. Will ich mal zu Testzwecken. Und wie viel Milliampere fließen da runter? Machen wir mal durch den Testzwecken auf die 10 Ampere.
schauen wir mal hier nach. Hier, hier und hier rüber. Und dann jetzt der Dings als leitend. Hier und wie viel Ampere fließen hier drüber? Zeig mir das Multimeter an, wie viel Ampere durchfließen. Was, wie sie geblitzt, was sie 2, 1, 3, 4 Ampere, 1 Ampere, 2 Ampere. Die Spannung, Spannung und Spannungsstrom. Die Spannung von hier auf hier. 4 Volt, 5 Volt. Dann, da kann ich 5 Volt rausholen. Da, 1 Volt, 1 Volt, 1 Volt und hier 5 Volt. Da, hier und hier, die 4 Volt, da, da genau 3 Volt, hier 5 Volt. Hier löte ich Draht. Aber vielleicht liegt da, da, hier 3 Volt 90. Ja, mal schauen, ob eine LED hier leuchtet. Eine LED. Eine normale LED. Ja, das genügend Power hat. Auch der muss ja ein bisschen genügend Power haben. Hier, hier einmal LED und hier einmal LED. Und hier einmal eine Leuchtstoffdings. Feuchten Händen würde ich nicht angreifen. Es wäre mir zu gefährlich. Wisst ihr? Wegen der Spannung. Würde ich nicht aufgreifen. Ich nehme eine spezielle Powerlampe. Wollt. Dann abschalten wieder. Das ist nur da geht so Reststrom aus. Und
Irgendwo müsste da diese 4 Volt rauskommen. Das Ding, 3-4 Volt. Schau mal hier. LED. Hier und hier eine LED dran machen. Dann mache ich es auf Nummer sicheren von den. Das heißt, ich passe auf, was ich mache. Dings 2. Ich passe eher auf, was ich mache. Wenn ich mich gerade elektrisiere, bin ich selber schuld. Wenn ich hier Bier bin, ich auch selber schuld. Wisst ihr auch? Ja. Ich kann hier nicht auf. Einer Zustand. Hinten habe ich Schalter, ein Ausschalter. Ist sicher, oder? Ist das ja Ding ist sicher. Sicher ist das Ding hier. LED. Meine So, Motor, wann die anläuft. Wann die anläuft hier. Zu Versuchszwecke. Hier, meine Freunde, werde dieses Ding verkabeln. Hier und hier habe ich 3,5 Volt gemessen. Normale 5 Volts. DCC, ja. Hier haben wir das Ding wieder einschalten und mal das hier ist dann auf das hier wechseln. Der Volt hier. Werde ich eine LED dann machen, wie eine LED. Das Ding ist eingeschaltet. ACDC, Ampere will Ampere gehen hier drüber. Ich wette 2, 3 Ampere.
Mal die Ampere messen. Zeigt's 0 an, 0 Volt. Jetzt gehe ich mal so einen Transistor. Da fließen, mal schauen, wie viel Volt da drüber fließen. Fließen genau 12 Volt drüber. Dann nehme ich die Spannung über. Überschalten. Aber ich würde nicht auf dem Dach von unten drauf greifen. Ich maximal 10 Ampere, ich kann meine Dinge messen. Was höher ist, 0 Ampere. Null anzeigt. Und die sind hier, null hier und die sind hier. Durchfluss. Sind die Erdungskontakte. Hier und hier alles 5 Volt bis 3 Volt. Da 4 Volt, 6 Volt verschiedene Spannungen. Viele Spannungswerte. Jetzt test das hier, mal diesen Spannungswandler hinten. Das ist ein vierstelliger Spannungswandler. Den mal in die Lupe nehmen. Drei 76. 3,76 der Volt.
dass hier alles sicherlich 7 Volt bis 10 Volt ist. Hier geht nichts über Spannung durch. Hier geht nichts über das hier wieder rüberschalten. Hauptdings. Ja, hier zeige ich den mir in genau 0 Volt an. Da könnte ich direkt eine Leitung legen über das. Aber das Power MOSFET. Legt eine Leitung ab, runtergehen zum Motor. Ich könnte die Testzwecke benutzen. Und hier mal die Spannung messen. Da liegt genau 4 Volt an. Mal das Abknipsen des Kabels. Hier das Kabel abknipsen lassen. Und dann hier das eine Kabel. Das Kabel, das ist 4 Volt. Hier ist das 4 Volt Ausgangskabel. Das ist genau das 4 Volt, die ich haben möchte. Hier habe ich dann hier genau diese Ausgangskabel von 4,5 Volt. Und hier habe ich jetzt genau das Ausgangskabel. Hier genau das Kabel, das hier rausgeht. Das hier circa. Das hier 4,5 Volt und 1 Ampere. 4 Volt hat das Ausgangs. Das da ist hier. Dann hier. Genau 4 Volt. Hier. Entweder da habe ich LED. Das Ding kann ich auch als Netzteil benutzen. Aber hier habe ich 4,5 Volt Ausgang. Am Ausgang 4,5 Volt. Das
habe hier die genauen 4,5 Volt Ausgangspower gefunden. Das ab. Das hier baut mir jetzt einen. Ist oszillieren geschützt. Hier baue ich mir meinen. Das Ding habe ich jetzt im Spannungsausgang gefunden. Circa 4 Volt. 430. Eine Kabel. Jetzt habe ich meinen selbstgebauten 4 Volt Powerausgang. 4 Volt. 4 Volt hat das Ding. Hier habe ich dann so eine Powerausgang gemacht mit so Klemmen dran. So Klemmen dran. Das Kabel kann ich diese anklemmen hier. Dann anklemmen. Kommen genau die 4 Volt raus. Genau die 4 Volt. 4 Volt genau. Ist ein genauer Ausgang für LED. Ein genauer Ausgang für LED. Eine normale LED kannst du dann betreiben. Da geht genau 4 Volt raus. Von hier, von den Geräten, bin ich gescheit, habe einen richtigen Ausgang gefunden. Das Ding ist jetzt das. Aha, das ist ja elektrisiert. Elektrisiert. Das ist da mal ein bisschen umräumen. Das ist da ein bisschen. Das ist da alles so ein bisschen umräumen eher. Das so. Das Ding jetzt. Das Ding jetzt hier, das stelle ich, das da, ist mein Ausgang für LEDs. Okay, das ist mein Ausgang, der mein Switch. Das Ding werde ich umfunktionieren zum Experimentierausgang. LEDs, alle, das kann man die Spannung vielleicht von 4 Volt auf 8 Volt oder 10 Volt. Ausgangszeit, Experimentiergerät ist das jetzt heute. Wieder zugemacht, wieder. Die Ausgänge, also werde ich hier genau wieder rausholen.
auf schalten. Dies hier werde ich genau hier hinten aus dieser Sicht hier. Da mache ich mir so eine Schraubklemme dran. Habe die Schraubklemme. Aber Ende, meine Freunde, das war.